الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله تعالى sagt über den Menschen folgendes aus: Allah will es euch leicht machen, denn der Mensch ist ja schwach erschaffen. In Zeiten von scharfsinnigem Reflektieren über uns selbst wird uns diese Schwäche bewusst, egal wer du bist. Egal wie viel Geld, Ansehen oder Muskeln du hast. Kleinste Viren machen dich mit einer Grippe bettreif. Besonders die zwei Ränder deines Lebens zeigen dir diese Schwäche. Deine Kindheit und dein Alter. Dazwischen bist du im Rausch der Kräfte, die dir Allah geborgen hat und vergisst. Jedenfalls erkennt der Mensch in Zeiten der Lauterkeit, dass er in Realität ein schwaches Wesen ist. Und er fühlt manchmal, dass diese Welt mit all ihren Facetten so viel größer ist als er. Du fühlst dich manchmal wie eine Feder im Sturm der Winde. Du brauchst Hilfe. Du brauchst jemanden, dem du all deine Angelegenheiten anvertrauen kannst und dem du deine Angelegenheiten überlassen kannst. Ich habe da jemanden. Bei ihm solltest du anklopfen. Er nennt sich selbst Al-Wakil. Al-Wakil, das ist der, dem man die Verwaltung und Aufsicht seiner Angelegenheiten überlässt. Es ist der, der jemandem Genüge ist. Allah Ta'ala sagt im Koran, er ist der Herr des Ostens und des Westens, es gibt keinen Anbetungswürdigen außer ihm. So nimm ihn dir zum Sachverwalter oder Sachwalter, Al-Wakil. Aber wie klopfe ich bei ihm an? Ich werde kurz bei diesem Vers und seinem Kontext halten. Das ist der 9. Vers der Surah Al-Muzammil. Eingangs in dieser Surah hat Allah Ta'ala seinem Propheten das mitternächtliche Gebet verordnet. Steht zum Gebet die ganze Nacht auf, bis auf einen kleinen Teil ihre Hälfte oder verringere sie um einen kleinen Teil und verlese den Koran. Dann hat er ihm mitgeteilt, dass ihm schwere Worte eingegeben werden. Gewiss, wir werden dir gewichtige Worte eingeben. Und das ist der Koran und die Befehle und die Verbote. Dann erwähnt er, dass er am Tag beschäftigt sein wird. Du hast ja am Tage lange Beschäftigung. Nach all dem, sagt er, und gedenke des Namens deines Herrn und widme dich ihm ganz allein. Er ist der Herr des Ostens und des Westens. Es gibt keinen Anbetungswürdigen außer ihm. So nimm ihn dir zum Sachwalter und ertrage standhaft, was sie sagen und meide sie auf schöne Weise. Siehst du, wie die Verse mit dem Gebet begonnen wurden und mit dem Gedenken an Allahs abgeschlossen wurden? Sämtliche Beschwernisse und Lasten liegen zwischen diesen beiden. Das Gebet und Gedenken an Allah versorgen den Menschen mit der nötigen Energie, diese Beschwernisse zu tragen, sodass er sein Ding durchziehen kann, ohne nach rechts oder links zu schauen oder sich von dem Schimpf der Schimpfenden runterziehen zu lassen. Aber das alles erfordert auch Geduld. Geduld und Durchhaltevermögen beim Realisieren der Befehle, enthalten von den Verboten, im Umgang mit den Aggressoren, Geduld, wenn sich die Falschheit aufbläht, wenn es keinen Helfer gibt, wenn der Weg dornig wird, wenn die Seelen einknicken, wenn die Herzen irre gehen. Und wenn die bedrückenden Zustände ewig erscheinen und die Anstrengungen unerträglich wirken, kann die Geduld schwächeln oder aufgebraucht werden, wenn es nicht eine ununterbrochene Versorgung gibt. Deshalb wird die Geduld immer und immer wieder im Koran mit dem Gebet verknüpft. Allah Ta'ala sagt, O die ihr glaubt, sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Allah ist mit den Standhaften. Dieser begrenzte und schwache Mensch muss sich mit der größten Macht und der unbegrenzten Stärke verbinden, aus ihr Kraft schöpfen, wenn seine Anstrengungen die Grenzen erreichen, wenn ihn der ständige Konflikt mit den Gelüsten und Verführungen, mit dem Schlechten, mit den Tyrannen, mit der Korruption schwer tut. Wenn der Weg so unendlich erscheint und die Sonne des Lebens bald untergeht, er aber nichts erreicht hat. Wenn das Gute beinahe verschwindet und das Übel die Oberhand gewinnt. In diesen Momenten zeigt sich der wahre Wert des Gebets. Es ist die unmittelbare Verbindung zwischen dem endlichen Menschen mit der
unendlichen Macht. Es ist der Schlüssel zum Schatz der Bereiche. Es ist wie der Schatten im Feuer der Sonne. Und deswegen pflegte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in Zeiten der Bedrängnis zu sagen: O Bilal, entlaste uns, befreie uns durch das Gebet. Und wenn ihn etwas bedrückte, häufte er das Gebet. Der islamische Weg ist ein Weg der Anbetung und die Anbetung in ihm birgt Geheimnisse. Eines davon ist, dass sie Proviant auf dem Weg ist, Speise der Seele und Läuterung des Herzens. Als Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu dieser schweren Aufgabe beauftragte und zu ihm sagte: Gewiss, wir werden dir gewichtige Worte offenbaren, da sollte er sich auf diese mühevolle Aufgabe vorbereiten. Aber womit? Mit dem Gebet in der Nacht, der Rezitation des Korans und dem Gedenken an Allah. Diese Anbetungen öffnen die verschlossenen Herzen, festigen die Beziehungen, erleichtern den Weg, erleuchten die Seele und senden Erleichterung und Ruhe